Dann wunderbar. Ja, erstmal herzlich willkommen zu meinem kleinen Vortrag Tipps und Tricks mit URLs in Joomla. Mein Name ist Hannes Papenberg. Ich bin seit ein bisschen längerer Zeit schon bei Joomla mit dabei. Also eigentlich so lange, wie es Joomla gibt. Habe ganz zu Anfang als Anwender da mitgemacht, aber schon seit mehreren Jahren konzentriere ich mich auf die Entwicklung. Deswegen wird das auch ein ganz spannender Vortrag für mich. Ich bin nämlich, das ist das erste Mal, dass ich einen Vortrag für Anwender und nicht für Entwickler halte. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich habe halt jetzt ein bisschen was vorbereitet, was sich in erster Linie um das Menüsystem von Joomla dreht und was versucht, dort so ein paar Tricks und Kniffe mitzugeben. Wenn jetzt alle sagen, das Menüsystem von Joomla kenne ich in- und auswendig, brauchen wir gar nicht drüber reden, lass uns was anderes machen, dann bin ich jetzt hier für alles offen. Wenn jetzt alle sagen, oh, ich habe gehört, da gibt es demnächst was Neues in Joomla 3.5, das soll jetzt total super werden und du hast da ja auch deine Finger mit im Spiel, da gibt es nachher noch einen Vortrag um 5 Uhr zu dem Thema, auch von mir. Ich kann da gerne ein bisschen jetzt Werbung für machen. Den könnte man auch vorziehen, falls da Interesse dran besteht. Ansonsten lege ich jetzt einfach mal los. Grundsätzlich, das richtet sich jetzt hier wirklich an blutige Anfänger. Wer jetzt schon seine Webseite stehen hat mit Joomla, der wird das wahrscheinlich in den meisten Fällen sagen, okay, das ist nicht unbedingt jetzt so das für mich. Falls irgendwelche Fragen sind, sofort unterbrechen, dass wir nicht irgendwie dann am Ende dastehen und ach, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich fragen wollte, sondern immer direkt raus damit. Die Ziele von dem ganzen Vortrag sind jetzt, wir möchten gerne das Joomla-Menüsystem verstehen und wir wollen eben dort auch ein bisschen was Komplexeres mitmachen und wir wollen zum Schluss auch URLs erreichen, die, wo viele sagen, ich möchte gerne Google-freundliche URLs haben. Wir wollen aber in Wahrheit menschenfreundliche URLs haben, denn Google versucht, den Menschen zu imitieren. Aber da kommen wir später nochmal zu. Was wollen wir? Wir möchten ganz gerne eine logische Struktur für die Seite haben. Da kann ich relativ wenig helfen. Wer jetzt sagt, ich möchte ganz gerne für meinen Online-Shop den Checkout unter den Kontakten pflegen, das ist halt dann, das muss jeder selber wissen. Aber für die anderen Punkte kann ich ein bisschen helfen. Wir möchten zum einen eindeutige URLs für unsere Inhalte haben. Wir möchten also nicht, dass ein und derselbe Inhalt unter verschiedenen Adressen erreichbar ist, beziehungsweise im Web angeworben wird. Und wir möchten einigermaßen hübsche URLs fürs Auge haben. Sprich, wir möchten nicht eben die URLs mit Index.php, Option gleich, hast du nicht gesehen, sondern wir hätten ganz gerne schon irgendwas Sprechendes, wo wir eben unsere Domain haben, /Kontakt zum Beispiel. Der Weg dahin führt uns zum einen über die Menüs und zum anderen spielen dort noch die Komponentenrouter mit hinein. Letzterer Teil ist immer abhängig von der jeweiligen Installation, von dem jeweiligen System, der jeweiligen Komponente. Deswegen kann ich da relativ wenig zu sagen. Ich kann natürlich jetzt auf die Komponenten, die bei Joomla jetzt grundsätzlich mit dabei sind, hinweisen. Aber wir zielen in erster Linie auf das Menü ab. Und da muss man sich jetzt vorstellen, dass das Menü eben in erster Linie eine Baumstruktur ist. Das ist hier so ein bisschen mal dargestellt für die Informatiker hier, die kennen sowas. Man hat halt einen Wurzelknoten, einen Startpunkt, in diesem Fall unsere Startseite. Und wir hängen jetzt über das Menü eben weitere Punkte an. Also dann zum Beispiel hier den Bereich, ja, gute Frage, Kontakte oder die Produkte von unserem Online-Shop. Und dann eben in Unterpunkten die verschiedenen Kategorien des Online-Shops. Oder wenn wir jetzt verschiedene Kontakte haben, dann einmal den Hauptkontakt und die beiden Unterkontakte, die man eben erreichen möchte. Jeder dieser Menüpunkte hat einen Titel, jeder dieser Menüpunkte hat einen Alias. Wenn wir jetzt eben von der Startseite ausgehen, wandern wir den Pfad entlang bis zum jeweiligen Menüpunkt
Und das entspricht dann eben jeder Knotenpunkt, den wir dann dabei passieren, der fügt halt unserer URL einen Eintrag mit hinzu. Wenn wir also jetzt hier zum Beispiel den Punkt Shop haben und hier dann den Menüpunkt Surfboards, so, dann hätten wir eben von hier ausgehend Shop/Surfboards. So. Es gibt jetzt für eben unser Menü haben wir vier verschiedene Typen von URLs oder von Menüpunkten, die wir anlegen können. Da haben wir einmal die Komponentenmenüpunkte, die hat jeder schon hier gesehen mit Beiträgen, mit Kategorieansichten, mit Kontakten. Und dann gibt es noch eben unter dem Punkt System, der bei mir zum Beispiel auf dem Laptop meistens schon aus dem Modal nach unten rauswandert, gibt es noch die Punkte Alias, Link und Platzhalter. Gerade der Punkt Alias ist was relativ oder sehr mächtig ist, womit man sehr viel noch rumhantieren kann und schöne Effekte erzeugen kann und was vielen Leuten halt nicht so ganz bewusst ist. Ein Alias verweist einfach nur auf einen anderen existierenden Menüpunkt. Sprich, wenn ich einen Kontakt in meinem Header-Menü habe und auch einen Punkt Kontakt in meinem Footer-Menü, dann möchte ich gerne, dass ich nicht dort zwei verschiedene URLs pflege, sondern oder zwei Menüpunkte pflege, sondern ich habe halt einmal in meinem Header-Menü zum Beispiel den Punkt Kontakt und in meinem Footer verweise ich per Alias eben nur auf diesen neuen Punkt. Das hilft uns dann zum Schluss, dass wir eben eindeutige URLs haben. Wir haben eben nicht, also Joomla erzwingt, dass wir nur pro Ebene, wo wir uns bewegen, eindeutige Alias-Namen haben. Wenn wir jetzt hier wenn wir jetzt hier zwei Menüpunkte haben möchten, die eben beide Kontakt lauten und beide als Alias Kontakt haben, dann wird das nicht funktionieren. Wenn wir jetzt den einen Kontakt und den anderen Kontakt 2 nennen, sieht scheiße aus. Und wir haben halt zwei URLs, die auf dasselbe verweisen. Was das genauer für Google zum Beispiel bedeutet, kommen wir später nochmal dazu. Dann gibt es eben noch den Punkt Link. Ganz stupide, wir tragen einen Link ein, wenn wir zu einer externen Seite verweisen wollen, zu einem völlig anderen System. Und halt der Punkt Platzhalter, eine Möglichkeit, um einfach nur einen nicht verlinkten Text dort einzufügen. Das sind unsere vier Grundarten, also Komponenten, URLs, Alias, Link und Platzhalter. Und wir sollten immer im Hinterkopf behalten, ein Menü wird nicht standardmäßig automatisch immer direkt angezeigt, sondern ein Menü ist erstmal eine interne Struktur. Wir benutzen das Menü für alles Mögliche und zeigen es dann erstmal nur durch ein Menümodul auf der Seite selber an. Das kann das von Joomla selber sein oder von irgendwelchen Drittentwicklern. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Das, was ich ganz häufig sehe, ist, dass die Leute dann irgendwie krampfhaft versuchen, die verschiedenen Menüpunkte alle in ihr eines Menü, was sie im Header haben, reinzuquetschen und dann, das will ich aber gar nicht anzeigen, ja, dann versteckt das doch per CSS oder sowas. Es gibt viel einfache Möglichkeiten. Was ich bei jeder Webseite eigentlich mache, ist, ich lege ein weiteres Menü an, das einfach verstecktes Menü heißt. Das hat kein Menümodul, das wird nirgendwo angezeigt. Aber das erlaubt mir halt, eine komplett separate Struktur nochmal aufzubauen. Zum Beispiel auch Hilfsmenüpunkte für Suche, Login, Warenkorb, all solche Geschichten. Wer das schon mal beobachtet hat, wenn man die Suche per Modul anzeigt in Joomla, kriegt man immer eine super schön hässliche URL, wenn man denn dann sucht. Wenn man so einen Menüpunkt dann für die Suche noch anlegt, auch in einem Schattenmenü, wird Joomla dann von diesem Suchmodul eben auf diesen Schattenmenüpunkt verweisen. Und wir haben dann eben nicht mehr irgendwie unsere Domain / Component / Search / irgendwas Wichtiges, sondern wir haben
dann einfach nur /Suche und dann den Suchbegriff. Genauso dasselbe für Login und für viele andere Bereiche auch. Joomla gibt sich da Mühe, immer schon den passenden Menüpunkt rauszusuchen. Es war viel Arbeit, das so weit zu kriegen. Es wäre schön, wenn wir das alle zusammen nutzen können. Ja? Also die Frage ist, für die Leute, die das per Videostream noch gucken, wenn ich jetzt Beiträge in einer Kategorie habe, habe das verlinkt und erstelle jetzt einen neuen Menüpunkt, in dem ich eine andere Kategorie verlinke und von dort dann Beiträge aus der Originalkategorie in die zweite Kategorie schiebe, ob ich die alte URL beibehalten kann. Das geht leider nicht. Das würde so ein bisschen ein Multikategoriesystem erzwingen. Aber was man machen kann, es gibt in Joomla die Redirect-Komponente oder ich glaube, es heißt auf Deutsch Weiterleitung. Ich arbeite normalerweise mit dem englischen Backend. Umleitung, genau. Auf jeden Fall, da könnte man dann die Beiträge einzeln eintragen, um dann eben umzuleiten. Ist relativ aufwendig, das stimmt wohl. Ja, ist so ein bisschen beantwortet? Gut. Beispiele für Schattenmenüs, um lustige Strukturen zu erzeugen. Ich habe vor einiger Zeit da das Beispiel gehabt, der Kunde sagte erst, ich möchte ganz gerne nur eine einzelne Kontaktseite haben. Haben wir alles eingerichtet, wunderbar, Kunde zufrieden. Und sagt dann im Abschlussgespräch, ja, und jetzt hätte ich gerne noch 4 weitere Kontakte, die ich dann dort jetzt auswählen kann, wenn ich auf dieser Kontaktseite bin. Also man soll das Kontaktformular schon sehen und dann möchte ich gerne da durchspringen. Und die sollen dann auch alle als Adresse eben domain/kontakt/der besondere Kontakt sein. Eine Möglichkeit, um sowas jetzt zu erreichen, ist, ich verschiebe diesen gesamten Menüpunkt Kontakt eben in ein Schattenmenü und lege anstelle des Originalpunktes lege ich eben einen Menü-Alias an, der eben nur auf diesen Kontaktpunkt verweist. Und dann kann ich eben Untermenüpunkte für diese anderen Kontakte erstellen. Joomla bietet dann in der Kontaktkomponente auch an, dass man eben verschiedene Kontakte in einem Dropdown noch anzeigen lassen kann. Und dann habe ich eben nur dadurch, ich muss nicht mal irgendwie ein Template Override oder sonst irgendwas anfassen und da irgendwie was programmieren, sondern ich habe einfach diesen Alias erstellt, habe den Original-Menüpunkt in mein Schattenmenü verlegt und dementsprechend die Unterpunkte dann in dem Schattenmenü eingetragen. Ähnliches kann man auch für Landingpages zu machen. Ein anderes Beispiel war dann wieder für einen Verlag, der hat verschiedene Magazine, möchte auf seiner Seite nur eine Beschreibungsseite für jedes Magazin haben, möchte aber von außen dann mit Domains einfach auf eine Landingpage verweisen, die halt da vorgeschaltet sein soll vor diesem Infobereich. Auch dort wieder, wir hantieren oder wir bauen diese ganze Struktur innerhalb von einem Schattenmenü auf, verweisen zum Beispiel dann eben auf das Magazin Tiere, Haustiere, was auch immer, eben auf diese Landingpage und als Untermenüpunkt gibt es dann eben diesen Punkt mit den weiteren Infos für das jeweilige Magazin. Letztendlich verweise ich aber in meinem Hauptmenü einfach nur eben auf diese Untermenüseite, auf diese Infoseite. Ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden oder ist das sehr wirr? Wir können auch im Zweifelsfalle das im Nachhinein nochmal direkt hier so durchgehen. Da stehe ich gerne zur Verfügung.
Dann gibt es einen großen Punkt, wo ich in den letzten 10 Jahren immer wieder darauf angesprochen wurde, ja, ich habe jetzt hier Duplicate Content bei Joomla und da werde ich ja jetzt von Google abgestraft. Da möchte ich gerne einmal kurz festhalten, Google ist es völlig egal, wenn ich Inhalt habe, der auf meiner Seite mehrfach vorkommt. Alles andere wäre schlimm, weil wir zum Beispiel ja schon in einer Kategorie Blogansicht häufig schon sehr viel von dem Text drin haben, der dann später auf den Artikelseiten dann auch nochmal auftaucht. Google wird uns nicht dafür abstrafen, dass wir eben auf einer Webseite mehrfach denselben Inhalt unter verschiedenen URLs haben. Es findet das doof, aber es wird uns nicht in den Suchergebnissen runterstufen. Was Google nicht mag, ist, wenn das auf verschiedenen Domains ist. Das soll heißen, wenn wir sagen, wir haben das einmal unter bettenburg.de und einmal unter bettenhaus.de, dieselbe Webseite, das wird uns eher aufs Butterend schlagen. Deswegen, Duplicate Content ist ein in erster Linie kosmetisches Problem. Nichtsdestotrotz sollte man sich bemühen, eben solche doppelten Inhalte zu vermeiden. Wie da schon steht, Joomla gibt sich relativ große Mühe, um die richtigen Inhalte immer raus oder die richtigen URLs für die Inhalte rauszusuchen, wenn es dann eben die entsprechenden URLs erstellt. Es funktioniert in den allermeisten Fällen. Wenn jetzt allerdings der Admin halt dagegen arbeitet und sagt, ich möchte halt zwei Menüpunkte für denselben Beitrag haben, weil ich das Impressum einmal im Footer und einmal im Header drin habe und schon haben wir das dann einmal Impressum, einmal Impressum 2, dann kann da Joomla auch nicht mehr viel machen. Dann wird Joomla dort eben auch zwei URLs anzeigen, die auf dasselbe verweisen. So. Dann kommt der Punkt schöne URLs. Da ist dann immer die Frage, was ist eine schöne URL? Ist das eine URL, die einfach nur einen Satz dorthin schreibt? Also ich habe auch einen anderen Kunden gehabt, der schwörte darauf, ich mache einfach ganz, ganz lange URLs mit ganz vielen Keywörtern drin und auch ohne irgendwie Slash und sowas. Vielleicht sollte man da nochmal darauf hinweisen. Eine URL ist ja nicht viel anderes als ein Pfad in einem Dateisystem oder wird zumindest meistens so angesehen. Soll heißen, ich habe dann, wenn man sich das so überlegen möchte, meinen Ordner-Kontakte und habe darunter wiederum dann meine Untermenüpunkte, Unterordner-Kontakte. Und ich trenne das immer schön mit einem Slash. Dann erwarte ich persönlich immer, wenn ich jetzt eben alles nach dem Slash weglösche, dann komme ich zu einer höheren Ebene wieder zurück. So. Funktioniert momentan bei Joomla übrigens nicht ganz so. die Erklärung und wie das hoffentlich in Zukunft besser laufen wird, folgt dann um 5 Uhr in dem Vortrag. Aber wir wollten zurückkommen zu den hässlichen oder schönen URLs. Es gibt zum einen eben diese Punkte, dass wir sehr lange URLs haben, finde ich persönlich nicht gut. Ich persönlich bevorzuge einfach sprechende URLs. Ich überlege mir, was ist die kürzeste Form, wie ich jetzt demjenigen, der auf meine Seite kommen möchte, mitteile, was er unter dieser Adresse findet. Eben Domain/Kontakt. Dann weiß derjenige, noch bevor er draufklickt, auf dieser Seite komme ich hoffentlich auf die Kontakte, wie ich eben denjenigen hinter der Webseite erreichen kann. Es gibt dann eben noch den Punkt, dass viele sagen, okay, ich habe jetzt einen Menüpunkt auf einen Kategorieblock eingerichtet und jetzt haben die ganzen Artikel, die da drunter stehen, die haben alle so eine hässliche ID vorneweg. Und das ist auch mit Sicherheit total schädlich für Google und für alle anderen und ich glaube nicht, dass Google sich dort irgendwie Gedanken macht, ob jetzt da noch irgendwo eine Zahl in der URL drin steht oder nicht. Google ist das eigentlich total egal. Was Google wiederum bevorzugt, kurze URLs, also nicht wieder einen ganzen Roman da reinschreiben. Und Google könnte ja jetzt auch eher weniger unterscheiden, ob das jetzt die ID 42 minus die Antwort auf alles oder ob das 42 Fragen für jeden Webentwickler ist.
Insofern macht die ID für Google keinen Unterschied in den URLs. Es ist eine Frage, für wen machen wir das? Wir machen das in erster Linie für den Nutzer. Der Nutzer sagt, ach, da bin ich jetzt über diese Zahl gestolpert während des Lesens. Auch da wieder die Frage, wie sehr beeinflusst das den Nutzer? Ich finde es eigentlich ganz furchtbar, dass in letzter Zeit in erster Linie oder dass in letzter Zeit häufig die URL ausgeblendet wird. Die ganzen Browser zeigen grundsätzlich die URL nicht mehr direkt an. Es wird immer der Titel drüber geblendet oder Ähnliches. Auch bei Facebook wird es nicht mehr direkt so verlinkt. Das finde ich persönlich schade, weil ich finde eigentlich URLs sind ein sehr schönes Mittel, um sich mitzuteilen. Aber wenn man halt darauf Wert legen möchte, kann man auch dagegen was machen. Es gibt auch jetzt schon in Joomla kleine Hacks, die dann dafür sorgen, dass in den Joomla Core Komponenten diese IDs daraus verschwinden. Dafür müsste man allerdings dort in den Code eingreifen und in dem Falle empfehle ich dann, es gibt dort verschiedene Erweiterungen. Ich muss gestehen, dass ich gerade keine jetzt aus dem Stegreif nennen kann. Ja, SH404 gibt es, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber es gibt halt Komponenten, es gibt Plugins, die eben eine Option nachrüsten, dass man eben diese IDs abschalten kann. Aber noch einmal, wir brauchen das nicht, um Google glücklich zu machen. Google ist es egal. Ja? Yes. Ja. That's a very good question. I don't really, basically, I'm a Latin guy, so I don't know what's the best solution for Arabic URLs. But in general, the browser supported, most websites supported. Joomla does support non-Latin URLs via Unicode. Es gibt einen Schalter in den globalen Einstellungen von Joomla, um eben auch Unicode-URLs zu unterstützen. Wer das schon mal bemerkt hat, Peter hat das gerade sehr gut beschrieben, in Joomla werden standardmäßig die deutschen Begriffe so umgeschrieben, dass Umlaute dann mit zum Beispiel OE transkribiert werden. Wäre das das richtige Wort? Ich weiß es gar nicht. Für arabische oder indische Schriften wird dort meist einfach nur dann ein Datum eingesetzt. Ich habe keine gute Lösung für diese Leute. Ich denke mal, wir werden da weiter mit diesen Unicode-Sachen arbeiten müssen. Aber da können wir, we surely can talk about this with a beer and a cocktail, I don't know. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick. In Joomla 3.5 werden wir einiges an Flexibilität hinzugewinnen. Vielleicht hat das der eine oder andere mitgekriegt. Ich habe vor bald anderthalb Jahren eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, um eben Arbeiten an dem Router in Joomla zu finanzieren und auch in erster Linie um ein wenig Nachdruck dem Ganzen zu verleihen. Denn die Router, also der Code, der in Joomla die Adressen erzeugt, ist schon etwas älter. Keiner traut sich so wirklich daran, weil wenn ich es einmal verbocke,
dann sind alle verdammt richtig sauer und das natürlich auch mit gutem Grund. Und ich habe deswegen vor anderthalb Jahren halt eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, die war recht erfolgreich. Und wir sind auch inzwischen jetzt eben nach sehr viel Arbeit, die da reingeflossen ist, soweit, dass hoffentlich in Joomla 3.5 dort eklatante Verbesserungen mit eingebaut werden. Das heißt zum einen, dass wir dort eine ganze Ecke schneller sind, dass der Code von Drittentwicklern hoffentlich weniger fehleranfällig ist. Ich weiß nicht, wer alles hier Joomla etwas länger verfolgt. Wir hatten häufiger das Problem, dass sich dann bei Änderungen am Router doch die URLs dann doch noch geändert haben und dass dann hier was nicht funktioniert hat und die Qualität bei einer ganzen Reihe von Komponenten für die Router ist doch verbesserungswürdig. Hoffentlich werden diese Änderungen sich dort positiv auswirken. Zudem wird es dann auch möglich sein, die IDs entfernen zu können mit einem Klick. Und auch gibt es Möglichkeiten, weitere Formate für die Adressen dann einfach auszuwählen. Inwiefern das jetzt in 3.5 schon reinkommt, das kann ich noch nicht beurteilen. Das werden wir mal sehen. Aber grundsätzlich kann man dann eben auch so Sachen erzeugen, wie bei WordPress mit den datumsbasierten Adressen, Jahreszahl, Monat und dann eben der Alias des jeweiligen Beitrags. Wer da noch ein bisschen mehr zuhören möchte, wie gesagt, 17 Uhr, mache ich da den nächsten Vortrag. Da geht es dann auch direkt in den Code rein, wer das gerne sehen möchte. Ja, noch Fragen? Ich habe keine Ahnung, wie lange ich gebraucht habe. Passt das ungefähr? Ja. Möchte noch jemand was anderes hören? Sollen wir noch über was anderes sprechen? Ja, ja, ich habe, das war für Joomla 1.6 noch. Damals habe ich mit Erkan Özkaya, der ist leider nicht mehr so richtig aktiv, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe lange nicht mehr mit ihm gesprochen. Und Klaas Berlic, wir haben zu dritt an Joomla 1.6 gearbeitet und da sehr viel gemacht. Ein Teil war auch, dass eben die Komponentenrouter alle überarbeitet wurden, gerade im Hinblick auch darauf, dass man eben jetzt nicht mehr Bereiche und Kategorien hatte, sondern eben die Kategorien beliebig tief schachteln konnte. Und damals hieß es dann schon, ja, wir wollen diese IDs da raus haben. Die IDs, die stören uns so tierisch und kannst du da nicht was machen? Und dann habe ich halt damals eine Option eingebaut, noch so ganz krude, die dann halt irgendwie Ceph Advanced oder sowas hieß. Und man konnte in jeder Komponente einzeln eben an- und ausschalten, ob man jetzt die IDs dafür haben möchte oder nicht. Und dann habe ich den ganzen Code reingeschoben und damals war es eben noch nicht alles so wie heutzutage mit GitHub, wo dann eine ganze Reihe Leute noch drüber geschaut haben und dass es noch viele Tests gab und sondern committe erstmal, schieb das erstmal eben in die Testumgebung rein und dann können alle mal schauen und wer dann einen Fehler findet, kriegt ein Eis. Nein, so ist da natürlich auch relativ viel Schund mit reingerutscht. Und bei meinem Einspielen dieser Codeänderungen ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe vergessen, die Option in die Parameter der Komponenten mit reinzupacken. Soll heißen, es war der Code da, um eben diese IDs abzuschalten. Er lief, es war alles wunderbar. Es fehlte nur halt in dem Interface, dass ich das halt ein- oder ausschalten kann. Ja, und das hat auch seinen Weg leider nicht mehr reingefunden, denn dann habe ich später da meine Entwicklungsarbeit abgeben müssen. Die Leute, die das dann übernommen haben in dem Moment, hatten so viel anderes noch um die Ohren, dass sie leider nicht mehr dazu gekommen sind, jetzt diesen Parameter noch mit einzupflegen. Und leider ist es dann wiederum in den folgenden Updates für Joomla 1.7 und 2.5 ist dann diese Option noch kaputt gegangen bei verschiedenen Codeänderungen. Inzwischen haben verschiedene Leute das wieder repariert. Es gibt eben aber diese Option immer noch nicht. Also der Code, um die IDs rauszuwerfen, ist drin,
aber die Option eben im Interface, die fehlt noch. Dafür gibt es, wie gesagt, dann von Drittentwicklern ein entsprechendes Plugin, was dann das nachrüstet. Das ist keine große Sache, aber es funktioniert halt, also man muss es halt bei sich selber immer testen. Es ist nicht 100% garantiert, dass es funktioniert. Ja? Ja. Wie gesagt, grundsätzlich ist identischer Inhalt unter unterschiedlichen URLs, die aber auf dieselbe Domain verweisen, ist okay. Google. Ach so. Ja. Ja. Also die saubere Lösung wäre, eine permanente URL im Header mit anzugeben, die halt dann sagt, okay, unter der und der Domain, das ist der Originaltext und das ist die Original-URL, worunter das zu finden ist. Das Joomla setzt diese URL standardmäßig leider auf verschiedenen Seiten schon, auch wenn es so wie Joomla das macht, ziemlicher Schwachsinn ist. Aber es gibt auch dort die Möglichkeit, mit einem Plugin eben eine eigene URL zu setzen und auf ein eigenes System dort einzubauen. Aber das wäre in Ihrem Fall dann schon individuelle Entwicklungsarbeit, denke ich mal. Ja? Also zum einen habe ich für den Stream, es war die Frage, ich habe vorhin gesagt, SH404 ist nicht unbedingt das, was ich gerne verwende. Die Sache ist, dass es ist ein sehr mächtiges Werkzeug. Ich habe Kunden gehabt, die das eingesetzt haben und sich da dran die Finger verbrannt haben, weil SH404 in dem Moment zumindest erlaubt hat, dass ich für unterschiedliche Inhalte dieselbe Adresse halt setzen kann. Zum anderen ist das Problem, dass eine ganze Reihe an Fällen einfach schon mit den Joomla-Bordmitteln abdeckbar sind. Eben gerade diese Sache mit dem versteckten Menü, mit dem Schattenmenü und dazu eben dem Alias, da lässt sich sehr viel schon erschlagen, wo Leute sonst eben SH404 für eingesetzt haben. Insofern, das System ist gut, das System pflegt noch einige Sachen nach, die Joomla vielleicht in anderen Suchmaschinenoptimierungsbereichen noch nicht ganz so abdeckt. Aber es ist halt für die Fälle, die ich bisher kennengelernt habe, immer Overkill gewesen. Also die Leute können mit dem, was Joomla an sich anbietet, schon eigentlich genug umsetzen. Das wäre jetzt eben die Sache, dass man da dann für das sichtbare Menü arbeite ich mit einem Alias und verschiedenen Aliasen, die kann ich ja auch eben untereinander noch schachteln. Und bei den Kategorien, die verlinke ich halt näher an die Wurzel quasi von unserem Baum ran, also näher zur Startseite hin, womit ich dann halt kürzere URLs erreichen kann. Wir können da gerne aber gleich auch nochmal so direkt drüber sprechen. Ja? Ich hatte auch mal eine Frage, also eine praktische Frage. Ich war mal gefragt worden von Freunden, kannst du vielleicht mit Joomla eine Restaurantseite aufbauen mit Speisepläne und
darstellt. Und ich bin nicht so ein Freund von vielen Plugins, sondern ich würde ganz gerne mit möglichst native Lua arbeiten. Was mich eben halt dabei genervt hat, ich habe dann einen Blog gemacht, Speisekarte, also Speisekarten ist die Blog-Kategorie gewesen, und dann gab es eben so Unterkategorien, zum Beispiel Mittag oder Dessert oder whatever. Und das Problem war, dass ich nachher auch diese hässlichen URLs haben. Ich habe bisher noch nicht richtig rausgekriegt, wie man das jetzt mit Alias in irgendeiner Weise ändern könnte. Das ist mir nicht so aufgegangen jetzt gerade. Was heißt jetzt genau hässliche URLs? Ja, wenn ich zum Beispiel Frikadellen oder so abends anbiete, dann habe ich da irgendwie so Speisekarten und Abendessen und dann kam diese ID mit dem Beitrag. Der letztendlich nur ein Gericht war. Ja. Und das, um das zu verschönern, wäre es natürlich toller gewesen, wenn da mit drin steht, Speisekarte schon abends wieder Delle oder so. Wie gesagt, in dem Falle gibt es dann diese Option, diese versteckte, die ich halt damals nicht mit reingeschoben habe. Da gibt es halt einen Plugin, wenn nicht sogar mehrere. Wir können gerne gleich einmal kurz im Extension Directory. In dem Falle, das mit dem Alias würde in dem Falle in der Tat nicht funktionieren. Also das läuft, würde ja darauf hinauslaufen, dass man halt für jeden Beitrag einen eigenen Menüpunkt anlegt. Und das ist in der Tat, also das will ja keiner. So, aber wie gesagt, es gibt diese Option, da kann man das dann, beziehungsweise diese Plugins, die halt dieses Interface zum Einschalten dieser Option nachrüsten, und dann funktioniert das. So. Bitte, bitte. Sonst noch Fragen? Dann danke ich vielmals. Und ich bin noch einen ganzen Tag hier.